Hier wollen wir für diese vier Punkte, die hier kartesisch angegeben sind, die Polardarstellung, also Polarkoordinaten R und Phi, bestimmen. Und am einfachsten geht es vielleicht für den zweiten und den vierten Punkt, weil die beide auf der ersten Winkelhalbierenden liegen, also 2, 2, wenn wir uns das angucken. Das liegt ja jetzt vielleicht irgendwo hier. Dann müssen wir als erstes mal das R berechnen. Das ist also der Abstand zum Ursprung. 2 ins Quadrat ist 4, plus nochmal 4 ist 8, Wurzel 8. Wurzel 8 ist 2 mal, na, kein Komma, 2 mal Wurzel 2. Und dann brauchen wir den Winkel Phi. Und da wir eben, wie gesagt, auf der ersten Winkelhalbierenden liegen, ist der Winkel also Pi Viertel 45 Grad. Das wäre für so einen Punkt hier. Dann hier hinten der Minus Wurzel 3 minus Wurzel 3. Wie sieht es da mit dem Betrag aus? Wenn wir das quadrieren, haben wir 3 plus 3, das gibt 6. Und dann haben wir also insgesamt als R die Wurzel aus 6. Wie sieht es hier mit dem Phi aus? Jetzt sind wir immer noch auf der ersten Winkelhalbierenden, aber wir sind irgendwo hier unten in diesem Quadranten. Das heißt, wir müssen auf das Pi Viertel bis hier hoch nochmal ein Pi draufschlagen, also 5 Pi Viertel ist unser Winkel jetzt hier. 5 Pi Viertel. Und bei den restlichen mit den Wurzeldreiern, da hilft uns jetzt gleich so ein gleichseitiges Dreieck, was ich hier schon vorgezeichnet habe. Gucken wir uns mal geschwind an. Ich habe hier ein gleichseitiges Dreieck mit Kantenlängen 2 und dann habe ich da noch eine Höhe eingezeichnet in hellblau. Dann ist dieses orangene Stück hier unten halbe Kante, das hätte dann Länge 1. Und mit Pythagoras haben wir hier 1 ins Quadrat plus Wurzel 3 ins Quadrat, also 1 plus 3 macht 4, also 2 ins Quadrat. Das heißt, wir haben eine Höhe von Wurzel 3. Und außerdem, weil das ein gleichseitiges Dreieck ist, sind alle Winkel hier Pi Drittel in den Ecken des dunkelblauen Dreiecks. Der halbe Winkel hier oben ist dann Pi Sechstel. Und hier haben wir eben ja ein rechtwinkliges Dreieck, wenn wir da die Höhe eingetragen haben. Jetzt können wir hier in diesem gleichseitigen Dreieck ablesen, was ist denn der Tangens von Pi Drittel? Da muss ich die Gegenkathete nehmen, das ist die Wurzel 3, durch die Ankathete, die Wurzel 1. Also ist der Tangens von Pi Drittel gerade Wurzel 3. Und was ist der Tangens von Pi Sechstel? Naja, da habe ich genau andersrum, Gegenkathete 1 durch Ankathete Wurzel 3. Also der Tangens von Pi Sechstel ist 1 durch Wurzel 3. So, die können wir jetzt gleich brauchen. Und zwar, wie sieht das hier unten aus beim unserem nächsten Punkt? 1 und minus Wurzel 3. Wenn wir erstmal den Betrag ausrechnen, 1 plus 3 ist 4, Wurzel draus ist 2. Haben wir das R schon bestimmt. Und für den Winkel würden wir jetzt sowas machen wie Arcus Tangens von minus Wurzel 3 durch 1. Also Arcus Tangens von minus Wurzel 3. Arcus Tangens, das ist wieder gespiegelt im Ursprung. Also wenn wir da ein Minuszeichen hier drin haben, können wir das auch hier rausziehen. Also hier raus. Und dann haben wir also den Arcus Tangens von Wurzel 3 anzuschauen. Das wäre dann dieses Pi Drittel. Und hier haben wir also minus Pi Drittel. Das passt auch. Der Punkt ist hier unten im vierten Quadranten, würde man sagen. Aber wenn wir nicht minus Pi Drittel angeben wollen, sondern wenn wir es als einen Wert zwischen 0 und 2 Pi angeben wollen, dann müssen wir 2 Pi minus Pi Drittel machen. Also 6. Was sind das? 2 Pi sind 6 Pi Drittel, minus 1, dann haben wir 5 Pi Drittel. 5 Pi, na, Drittel hier. Und wie sieht es hier drüben aus? Beim letzten, da haben wir jetzt Betrag ist wieder Wurzel aus 3 plus 1, also Wurzel aus 4, also 2. Und jetzt noch für den Winkel, da bräuchten wir dieses Mal den Arcus Tangens von 1 durch minus Wurzel 3. Das Minuszeichen nehmen wir wieder und ziehen es raus. Brauchen wir den Arcus Tangens von 1 durch Wurzel 3. Das wäre Pi Sechstel.
Und wir haben jetzt eben hier also minus Pi Sechstel gefunden. Aber das kann irgendwie nicht ganz stimmen, weil minus Pi Sechstel, da würde der Punkt ja hier unten irgendwo liegen. Aber der Punkt, der liegt ja links und oben, der liegt ja irgendwo hier in dem Quadranten. Also wo genau habe ich jetzt nicht eingezeichnet, sondern nur den Quadranten markiert. Also nicht hier, sondern hier. Da müssen wir also das Ganze um Pi weiterschieben. Wir wissen, der Tangens, der ist Pi symmetrisch. Also müssen wir hier noch zu unserem minus Pi Sechstel ein Pi dazu zählen. Und dann haben wir 5 Pi Sechstel.